Erasmus Philippran und auch der wurde natürlich zu Hause kräftig bejubelt. Klar, ich bin gespannt, ob, wie das wird und so. Bisschen schon Angst, auch in die Schule wieder zu gehen. So ein bisschen so. Angst? Die ehemalige Schule von Philipp besteht mittlerweile nur noch aus Fans. Das war schon so, das ist schon Angsteinfluss. Oder man kriegt Respekt davor, wenn mal so eine Masse von, auch wenn es nur 100 sind. Aber die kreischen und rennen nicht zu. In der Eissporthalle von Ravensburg gibt Philipp eine Autogrammstunde. Der kommt ja aus unserer Gegend, ist ja dann klar, dass wir zu denen haben. Philipp unter Freunden. Ich weiß nicht, ich bin halt ganz stolz auf den, dass er überhaupt das macht. Noch ein bisschen abrocken, dann heißt es für Philipp, zurück in die Motto-Show. Und hier muss er jetzt auch gleich wieder ran. Nur mit welchem Lied, das müssen wir noch mal fragen. Und da können wir natürlich gleich mal den Bug fragen, oder? Also, wir haben uns lange gerauft. Gerade bei Philipp ist es ja nicht unbedingt so einfach. Aber sind dann auf einen Künstler gekommen, der wahnsinnig erfolgreich ist. Und wir wollen natürlich, dass Philipp auch so erfolgreich ist. Irgendwann mal mit 20 Millionen verkauften Platten, ausverkauften Stadien. Das ist natürlich Santana mit Maria Maria. Das ist so eine Nummer aus der Ecke Slow Move, Cool Groove und wir denken, dass Philipp es da ganz gut hinkriegen wird. Santana hat ja, ich glaube, zwei oder dreimal ein Comeback gehabt und wir hoffen heute Abend sehr auf ein erneutes Comeback von Philipp. Das hoffen wir natürlich auch. Carlos Santana stand schon 1969 beim legendären Woodstock-Festival auf der Bühne und noch über 30 Jahre später schaffen seine Songs es bis auf Platz 1 in den Charts. So zum Beispiel Maria Maria. Und das hören wir heute von Philipp! Story growing up in Spanish Harlem, she lived a life just like a movie star. Carlos Santana stopped looting, stopped shooting, big bucking on the corner. See, as the rich is getting richer and the poor is getting poor. Maria, Maria on the corner, thinking of ways to make things better. In my bay box, there's an eviction letter. Somebody tell me, see you later. Maria, she reminds me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ja,
Philipp. Also Philipp, rein von der Bewegung hast du Maria Maria in der Tat einigermaßen hingekriegt. Von der Stimme her war es mehr so... Moment, ich habe noch gar nicht ausgeredet. Also, von der Bewegung war es gut, von der Stimme war es mehr Maria Empfängnis, Verhütungstag oder sowas. Okay. Schlechter Tag heute. Ja, erstmal muss ich Thomas Buch verdanken, dass ich einen neuen Ausdruck gelernt habe. Slow Move, Cool Groove. Schön. Sehr schön. Ich fand, in den tiefen Tonlagen hast du schön mit Feeling gesungen, aber als du ganz oben gesungen hast, ne? Ich fand, das klang echt ein bisschen nasal heute Abend. Aber unten fand ich schön. Also es war ein bisschen Maria, Maria. Das ist gar nicht so meine Stimme. Also. Ja. Nein. Nee. Dankeschön. Oh, ja, du hast gerade eben selber gesagt, scheint nicht so der beste Abend für dich zu sein heute. Der 14. Februar wird in die Annalen eingehen als ein Tag, wo man sagen muss, das Lied heißt nicht nur Maria Maria oder O Maria, sondern O Maria, O Philipp. Vorhin war es schwer mit der Beurteilung, jetzt ist es nicht leicht. Ich weiß ja, was das Bu so im Groben zu sagen hat, aber es wird nicht besser. Sorry, es war, glaube ich, nicht dein Samstag und es wird schwer, Philipp Holz, es wird schwer. Okay, was soll ich machen? Danke schön, Mann. Die Jury ist gegen mich. Hallo Herr Schwengemann. Guten Abend Herr Schwengemann. Ganz kurz. Wenn Sie bitte so lieb sein könnten, dem Herrn Bohlen, weil der guckt schon ganz verzweifelt, bitte kurz die Möglichkeit geben, auszureden, damit Philipp weiß, woran er ist. Bitte. Danke. Ja, also ich muss wirklich jemanden Vorwurf machen und das ist wirklich der Jury. Ich finde, wir haben einfach... Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass wir für dich scheiß Titel ausgesucht haben und dass diese beiden Titel, die du heute Abend singen musstest quasi, ja, dass die nicht zu dir passen. Und das hat man einfach gesehen. Aber ich glaube einfach, ich meine, man hat das, also die Performance jetzt von dem Titel, die Performance war gut, stimmlich war das nicht so, aber ich glaube, ich meine, wenn ihr ihn nächstes Mal sehen wollt, dann müsst ihr für ihn anrufen und ich hoffe, Philipp, dass du nächstes Mal dabei bist. Das hoffe ich auch. Wirklich. Ja. Ich drück dir die Daumen. Ja. Dankeschön. Weißt du, was Abend. Los ist? Guten Abend. Guten Abend, hallo. Ja, Sprengemann. Philipp. Was los ist. Wie ist das, Philipp? Man singt, dann kommst du bist so richtig erleichtert, das Publikum steht auf, bejubelt dich und auf einmal ist es so, dass die Jury einfach etwas Negatives sagt. Und ich sag mal so, ja, ich möchte darüber reden. Ich setz mich, Carsten. Also ich sag, okay, ich habe mich jetzt super gefühlt und deshalb, ich habe jetzt ein gutes Gefühl und ich weiß nicht, es ist vielleicht... Ich weiß nicht, ich finde schon mein Tag. Vielleicht hat die Jury heute einen schlechten Tag. Ich weiß nicht, aber nee, ansonsten, ich bin jetzt wieder zurückgekommen, habe gesagt, ich reiße es jetzt noch und kämpfe noch. Und ich meine, ich war mit mir jetzt bei der Runde, weil ich mich auf jeden Fall zufrieden. Denkst du, es könnte knapp werden? Ich meine, wenn ich heute gehen muss, ich weiß, dann muss ich damit leben. Und wir sind unter den letzten Vieren und ich gönne es den anderen drei genauso. Ich würde gern bleiben, aber wenn die Leute das so wollen oder Schicksal so will, dann ist es vorbei. Das Schicksal, meine Damen und Herren, sehr entscheidend. Das ist dein Applaus, Philipp! Halala.
Große Freude gab es in Geilenkirchen. Das ist ein kleiner Ort.